Hallo! Und weiter geht's in der spannenden Saga. Finden wir ein Spiel, das richtig toll ist Oder auch nicht. oder halt überhaupt, was man halt spielen kann, Wenn man wollte. Also, nächster Anlauf im Jahr 2022 habe ich organisiert für Herrn Pixel und mich das Crazy Unicorn. Und gerade wie man draußen den Crazy Dog hört, Crazy Unicorn. Ja. Oder wie es so schön heißt, Gecke Einhorn. Likörnvolle, verrücktes Einhorn, Saloni, Jednorocek, Blasniwi, Jednorocek, Unicorno Pazzo, Blasniwi, Jednorocek, was zum Henker, Unicornio Gelato. Schön. Das ist halt ein Spiel für ganze Kerle. Ja, so ungefähr. Contents, Inhalt. Wir haben ein Einhorn, eine Basis und 10 Accessoires. Was steht da auf Deutsch? Accessoires, tatsächlich. Wenn sie, if sie bugs, you're out of luck. Jetzt, wenn es buckelt, hast du Pech. Was, wenn es buckelt? Buckelt. Scheut wohl eher, aber mein Gott. Okay. Zwei Spieler, zwei Plus-Spieler ab 3 Jahren. Okay. Wo steht hier die Warnung vor den kleinen Teilen? Ja, gibt's hier auch. Schön aus China. Also, wie man spielt. Platziere die Accessoires. Moment. So wird gespielt. Lege die Accessoires auf das Einhorn. Der Erste, der alle Accessoires anhängt, ohne dass das Einhorn sie herunterwirft, hat gewonnen. Ach, das ist doch dieses, wie hieß das Spiel mit dem Gaul Ja, oder dem sowas. Esel, wie hieß denn das? Das ist eine gute Frage, aber Da gab es doch mal sowas. sowas. Aber da steht jetzt auch nicht, dass man, da steht nicht, ob man abwechselnd legen soll oder nacheinander. Und ja, Gut, egal, wir egal. werden uns überraschen lassen. Werden wir uns überraschen lassen. Es braucht keine Batterien, scheinbar. Hey, das würde mich wundern, aber. Irgendeine Spannmechanik, aber so wie, der, wie das Krokodil, wollte ich sagen damals. Aber das ist natürlich alles. So, dann gucken wir da mal nach. Das sind die spannenden Accessoires. Das ist die Basis für das Unicorn. Das ist das Unicorn. Wow, das ist mal der Traum. Und das ist noch ein, das sind die Flügel für den Unicorn. Das sind nämlich gestutzt worden. Das war Und was ist fantastisch. das hier? Eine Anleitung. Hey, cool. Steht gar nicht drauf, dass eine Anleitung drin ist. Also, was sagt mir die Anleitung? Das ist der Inhalt. Einhorn auf die, auf Grundplatte stecken. Das Das musst du werden wir schaffen, hoffentlich. hoffentlich. Ja, aber es könnte auch zu schwierig sein. Hier muss man so ein Eis schieben, glaube ich. Ja, wirklich? Ah Jo. ja, ach, tatsächlich, okay. Einhorn ist auf der Grundplatte. Die Flügel Ja, anstecken. Moment, ich muss das noch herauskriegen. Die sind auch. Oh. Ja, das war Ne, eine das war aber nur These. der Karton, okay. Alles Das gut. Ich habe Flügel nichts kaputt gemacht. anstecken. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Ah. Nein, ich habe es nicht demoliert gehabt. Das ist einsteckbar. Ah, doch, ich dachte, es ist kaputt. Das dachte ich schon auch. Super. Es geht an nichts, aber hochwertiges Spielzeug. Ich bin noch nicht ganz so sicher, wie man das jetzt dann einstecken kann. Das ist auch nicht angezeigt vernünftig. Ey, vor allem. Okay, ja, aber ich verstehe es halt immer noch. Ach doch, so langsam verstehe ich es. Das Es hat ist. einen irgendeinen Das Spannungseffekt, aber wie kriege ich das jetzt hier da rein? Ich ich glaube, meine, das muss doch nicht weiter rein, oder? die Frage ist, wie weit es. Es muss ja irgendwie ein bisschen, aber gut. Ach, das ist. Das, nee, das balanciert das Ding. Ja. Bis es umkippt, oder? So. Kopf in Startposition runterdrücken. Hä? Ach Gott. Jetzt habe ich es, glaube ich. Oder? So, da ist eine Abbildung. Ja? Ja, die sieht man ja super. Ja, vor Aber allem, ist das, wo sind denn bitte schön die Hufe, die hier wie. Ja, angeblich drauf genau. sein Wieso ist das sollen? nicht angemalt, so wie da? Tja, wo sind die? Gute Sache, gute Frage. Also das. Vielleicht muss das. Ne, keine Ahnung. Also eigentlich,
Es sieht ja so aus, als ob es so stehen sollte. Ja, aber es könnte auch sein, dass es komplett durch muss. Das muss, muss ja. Und dann eingeklinkt. Aber ob das geht, ohne dass alles... Mit Gewalt geht alles wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Kann es nicht einklinken. Das habe ich durchgebracht. Jetzt. Ach Gott. Aha. Okay. Trotzdem ist die Frage, wo sind die Augen? Mhm. Wo sind die Hufe? So, jetzt also. Ja, und jetzt? In Startposition bringen. Das ist so gemeint, schätze ich. Aha. Nee, ich verstehe es aber noch nicht. Aber okay. So, Einhorn mit Gegenständen behängen. Falls sich das Einhorn aufbäumt oder Gegenstände runterfallen, bist du aus dem Spiel. Ah, da sind die Augen. Ich habe die Augen gefunden. Okay, die kleben jetzt nicht auf. Da. Ja, okay, das muss man sich halt jetzt... Muss man sich denken, jetzt ist halt das letzte blinde Einhorn. Das Ich finde das super, da ist wirklich nirgends abgebildet, wie es jetzt, wo man es und wie man es hinhängen soll. Ja, das verstehe ich bis jetzt noch. Achso, verschiedene Farben, immerhin, dann nehme ich mal Pink. Achso, ja, bist du Pink, dann nehme ich Gelb, okay. Ja, also dann muss das an die Flügel oder wo muss denn das ran? Man kann es, wo muss halt hin, ja, an die Flügel primär wohl. Ich verstehe es nicht, aber okay. Kirschen. Mhm. Ja, aber kann ich jetzt auch auf den Kopf oder... So. Ich glaube, zwar ist so ein eher. Nee. Ja, das sieht aus, ja, eigentlich schon. Das ist ein Krönchen. Das ist ein Krönchen. Wo soll das denn sonst hin? Toll. Hm? Oh, hoppla. Ah, ich habe verloren. Aber es ist egal, wir tun jetzt so, als ob das. Ah, nee, war nicht. Nee, das war ich nur. Okay. Ich habe hier gar keinen Platz mehr. Ach so. Jetzt hast du verloren. Ach so, recht, oder? Ja, ey, wenn was runterfällt, hat man verloren. Ach so, aber ich dachte, das ganze Viech... Ja, oder wenn was runterfällt. So. Ja, das, ich habe schon verloren dann, ja. Das Lustige ist, dass viel weniger gelbe als lila. Das macht wohl irgendwie... Aha, super Logik. Ja. Ja, und das war's jetzt. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Okay. Ich dachte, es bäumt sich auf und dann... Ach, so soll das sein. Aber hey... Also vielleicht muss man es doch weiter neu stecken. Das kann natürlich sein. Ja, viel weiter geht's nicht mehr gleich. Also, okay, wir haben die Logik auf jeden Fall kapiert. Ja. In der Theorie sollte man hier so viel hinhängen, dass es dann irgendwann sich aufbäumt. Aber das hat kein Gewicht, das Zeug. Ja, das hat irgendwie jemand... Jetzt müsste man, es müsste halt... Es ist zu wenig Zeug dabei. Den Arsch, schon wieder. Also das ist ja lächerlich. Ich meine, also, das Konzept ist ja nicht so schlecht als Idee. Ja, das spannt hier. Was? Ja, genau, und ab einem bestimmten Druck. Aber es hat halt viel zu viel Widerstand und man braucht viel zu viel Druck. Das kann man mit diesen paar lächerlichen. Ja, ne? Die sind zu leicht alle. Ja, das hat halt überhaupt kein Gewicht hier, das Zeug. Ich glaube, das war nicht mal super billig. Also es hat mehr wie 1 Euro gekostet. Was? Ja. Ja, da hätten mal die Beta-Tester mal besser aufgepasst. Ja, aber jetzt kann man es überhaupt mit dem Gewicht hinkriegen. Nee. Ich habe nicht den Eindruck. Vor allem, wo soll man das denn hinhängen hier? Das hat überhaupt keinen Zug. Ja, das ist eher... Ja... Ja, es ist halt eine schöne Deko, oder auch nicht? Ja, gut, wenn man die Augen aufklebt, dann schaut es gleich viel freundlicher hier. So. Bestimmt. Toll. Ja, okay, also wir halten fest, das hat irgendwie nicht zu den großen Spielwert. Aber die Hufe sind trotzdem nicht dabei. Die muss man selber sich anmalen, mit dem Edding oder was. Also. Mhm. Von Toy Universe ist das aus Holland. Na gut, können wir mit dem Wohnwagen zurückfahren, das ist eine... Das Konzept an sich finde ich jetzt gar nicht mal so ganz schlecht, aber es ist halt einfach beschissen gemacht. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Es ist schoflig zusammenzubauen. Man sieht ja immer, dieser Auseinanderplatzeffekt war nicht schlecht. Aber, ja, gut. Kann man nur sagen. Also, wer seine Kinder ärgern will, der kann nach dem Crazy Unicorn Ausschau halten. Man kann es aber auch einfach lassen. Weil wir haben euch ja jetzt vorgeführt, dass, wir haben euch die Erfahrung erspart, sozusagen. Ist nicht super. Mhm. Wir sind Serviceauftrag erfüllt. Mhm, genau. Und damit, ja,
Gucken wir mal. Irgendwann finden wir schon mal was, was sich lohnt. Vielleicht. Eventuell. Tja, also man könnte natürlich auch, gut, wenn man ein bisschen gewillt wäre, Geld auszugeben für sowas, dann geht es wahrscheinlich auch besser. Aber das ist ja der Sinn und Zweck. Das soll ja in den Untiefen der Spielewelt ein bisschen geforscht werden. Großartig. Mhm. Deswegen haben wir wieder was gelernt, wie der Herr Kafka immer noch sagen würde. Und ich sage, schauen wir mal, was nächstes Mal noch um die Ecke kommt. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.